Hallo Leute! Willkommen bei diesem LS22 Mod Update Video. In diesem Video zeige ich euch das Update von meinem Farmfabrik Mod. Die Farmfabrik, wie man hier sehen kann, ist ein etwas größeres Gebäude, wo man dann auch entsprechend viel auf einmal produzieren kann. Ist also eher für größere Höfe gedacht. Und ich habe das jetzt nochmal geupdatet. Das heißt, 2 von 4 Objekten haben ein Update gekriegt. Bei den anderen beiden hat sich nichts geändert. Fangen wir mal an hier mit der Kaufstation. Da habe ich vor allem den Bereich vergrößert von dem Trigger, wo man was kaufen kann. Denn ich habe festgestellt, dass bei manchen Sämaschinen, die man, wo man Saatgut hat und Dünger, war es schwierig, beides aufzufüllen. Und jetzt geht das. Das zeige ich euch mal. Diese Maschine hier ist eine von denen, die betroffen waren. An der habe ich das auch festgestellt. Ja, und dann dachte ich mir, dann update ich das und mache noch ein paar zusätzliche Sachen. Okay, jetzt ist es bisher leer und wir wollen halt Flüssigdünger und Saatgut drin haben. Und ich mache hier auch mal das Hilfefenster auf, da kann man dann immer sehen, ob man da richtig ist. Man muss natürlich die Klappe erstmal aufmachen und jetzt kann ich das befüllen mit R. Und das ist der Flüssigdünger, der kommt. Und jetzt fahre ich ein Stückchen weiter und mache die Klappe erstmal wieder zu und wieder auf. Und befülle wieder und dann wird es mit Saatgut befüllt. Funktioniert also einwandfrei und es ging vorher praktisch gar nicht. Also sagen wir mal so, ich habe es nicht hingekriegt. Ich denke mal, wenn man da sehr schön fein vertüftelt hingefahren ist, dann hätte das geklappt. Aber wenn ich es nicht hinkriege, kriegen es tausende von Leuten auch nicht hin, denke ich. Und darum lieber ein Update, Trigger größer, mehr Komfort beim Einkaufen des Farmbedarfs. Und außerdem habe ich da noch ein paar zusätzliche Fruchttypen reingepackt. Zum Beispiel kann man da jetzt auch Trauben und Oliven kaufen, wenn man beispielsweise Traubensaft machen will oder Olivenöl pressen will und will das nicht anbauen, dann kann man das da auch kaufen. Jo, und hier zu der Farmfabrik. Die produziert ein großes Spektrum an Sachen. Ist also sehr vielseitig. Weitgehend alle, also fast alle Basisspielprodukte und zusätzlich Pommes frites und Premium-Kartoffeln. Und jetzt neu auch noch Brötchen, Baguette und Muffins. Die habe ich aus der Karte 4 Felden übernommen, weil ich das recht praktisch fand und irgendwie, ja, schöne, nette Produkte, mit denen man auch noch ein bisschen mehr Profit machen kann als mit dem Brot. Denn bei dem Brotrezept, da gibt man ja 6 Teile Mehl rein und kriegt 3 Teile Brot raus, was völlig unrealistisch ist, weil man ja beim Backen eher mehr Brot rauskriegt als Mehl. Darum habe ich hier dann auch schon Schweinefutter dazugepackt, um den Verlust auszugleichen. Und die Brötchen und das Baguette, die haben aber realistischere Rezepte. Also man gibt Brot rein und Wasser und kriegt dann eine Menge, die etwas mehr ist. Nee, man gibt Mehl rein. Kein Brot natürlich. Also man packt das Mehl rein und Wasser, was dann einen Teig gibt. Die Hefe muss man sich dazu denken. Und dann kriegt man etwas mehr Brötchen, als man Mehl reingegeben hat. Und so ist es realistisch. So ist es auch, wenn ich selber mein Brot backe. Und aus Spaß an der Freude habe ich das auch als Baguette-Rezept gemacht. Jo, kann man hier einfach laufen lassen, kriegt einen guten Preis dafür. Und unterm Strich verdient man etwas mehr damit als mit dem Brot. Außer wenn man jetzt Schweine halten will, kann man auch das Brotrezept machen natürlich. Und dann gibt es hier noch das Muffinrezept. Das ist sozusagen ein vereinfachtes Kuchenrezept. Hier kann man mal das Kuchenrezept sehen. Da muss man ja ungeheuer viel Zeug reinpacken.
und hat auch sehr viel Mengenverluste. Also man kriegt weniger als halb so viel raus, wie man reingibt. Das ist auch beim Kuchen nicht realistisch. Und hier das Muffinrezept ist stark vereinfacht. Da würde ich in echt auch noch ein paar Eier und dies und das dazugeben. Aber ja, ich Butter auch noch. Halt noch dies und das. Aber ich dachte mir, das soll ja ein vereinfachtes Rezept sein. Und das ist dann auch vom Verdienst her preislich so dazwischen. Zwischen Brot und Kuchen. Können wir gerade mal gucken. Hier haben wir den Brotpreis. Das ist jetzt einfache Wirtschaftseinstellung, so 3,6, 3,7. Und fast 10.000 für den Kuchen. Und hier die Brötchen. Oh, sind jetzt gerade sogar besser, werden besser bezahlt als das Brot, haben aber normalerweise einen ähnlichen Schnitt wie das Brot. Das ist jetzt Zufall, dass die gerade mehr haben. Und die Muffins, die liegen bei 7,6. Ich denke mal, dass man mit den Muffins mehr Profit macht als mit dem Kuchen, weil es halt viel einfacher ist, die herzustellen. Gut, hier kann man sich die auch mal angucken. Das sind die Muffins und die Brötchen und das Baguette. Und dann ist hier auch eine Verkaufsstation dabei, so ein kleiner Marktstand. Da kann man die verkaufen, also alle normalen Produkte und eben auch diese zusätzlichen Produkte, weil man die sonst auf vielen Karten gar nicht loswerden würde. Aber so einen kleinen Marktstand kann man sich schnell mal auf den Hof stellen. Und dann zeige ich euch hier noch ein Gebäude, das sich nicht verändert hat. Das ist die Hofbedarfsfabrik, wo man so Sachen wie Silage, Heutrocknung, TMR, Schweinefutter und so weiter machen kann. Und auch mit einem viel größeren Durchsatz als bei meinen kleinen normalen Produktionen. Das ist sozusagen mein Produktionspack für den größeren Hof. Jo, ist jetzt im Modhub als Update erschienen, gab es ja schon länger vorher. Und natürlich für alle Plattformen. Und unter diesem Video findet ihr einen Link, wo ihr das findet. Oder halt bei der Konsole suchen. Entweder bei den Updates, wenn es jetzt ganz frisch ist, oder ja, sucht einfach mal nach Fabrik. Die Suche ist ja leider nicht so toll. Aber das werdet ihr schon irgendwie finden. Okay, dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!